Hallo, herzlich willkommen hier im Loft in Köln. Wir sind das Magnetar Project und freuen uns, dass wir heute in unserem Leben das erste Ausgangssperrenkonzert spielen dürfen. Wir sind froh, dass wir ausgehen durften hierher. Wir haben hier in verschiedenen Formationen schon seit Jahren immer wieder gespielt und das ist für mich persönlich ein bisschen wie nach Hause kommen hier im Loft. Fühle mich sehr wohl und ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Und wir bedanken uns auf jeden Fall auch beim Loft für diese Möglichkeit, für den Online-Stream bei dem Urs-Benedikt Müller, Hans-Martin Müller, bei unserem Tonmeister Stefan Deistler. Und genau, werden ein paar improvisierte Stücke spielen, aber nicht nur improvisiert. Wir haben auch ein paar Kompositionen dabei, die aber eigentlich eine Grundlage bilden. Und wir machen live daraus, was eben so kommt und erforschen sozusagen die Klangmöglichkeiten zwischen Violine und Klarinette in dieser doch recht selten anzutreffenden Kombination. Genau. Und bevor wir jetzt zum nächsten Stück kommen, wollten wir noch mal darauf hinweisen, dass ihr euch ein virtuelles Ticket kaufen könnt. Entweder über die Loft-Seite oder also da erhält ihr alle Informationen oder ihr geht auf, also ihr könnt auch über PayPal überweisen und mal sehen, was euch das Konzert wert ist. Das nächste Stück heißt, naja, wir wollten das einer ganz besonderen Person widmen, Prinz Philipp. Thank you.
Ja, das war unsere Hommage an Prinz Philipp aus dem Hause. Du weißt es am besten. Schleswig-Holstein, Glücksburg, Sonderburg. Und das ist nämlich genau meine Heimatregion. Und deswegen hatten wir vorhin die Idee, oder kam mir die Idee, auch wenn der, glaube ich, in Griechenland irgendwo aufgewachsen ist, aber das war so ein dänisch-griechisches Haus, wie auch immer, ist ja auch egal. Er ist auf jeden Fall tot. Und ich war wirklich ein bisschen traurig. Ich fand den irgendwie ganz, ganz nett, aber netter Opi. Genau. Und jetzt geht's weiter weg von aus dem royalen Hause zu eigenen Kreationen, ja. Das sich hier nennt. Jetzt fällt mir gerade auf, dass mein Gurt irgendwo. Red mal weiter. Genau, wir spielen hier jetzt gleich Magnetical. Upsala. Das ist ein Fragment, das entstand. Was sich bezieht auf unseren Namen, nämlich Magnetar Project, denn die stärksten Magnete im Kosmos sind Magnetare angeblich, die Magnetfelder besitzen, die etwa 100 Billionen Mal stärker sind als die der Erde. Und das hat uns so fasziniert und wir fanden einfach den Namen cool und deshalb heißen wir so. So, Annette hat jetzt ihren Gurt. Und genau. Thank you.
Thank you.
Magnetical One. Es geht weiter mit Summer. Das heißt allein, oder? Genau, einsam. Das heißt einsam und Summer. Aber wir verwenden es auch schon mal. Lustig Summer. Lustig Summer. Okay. Ja. Ja, genau. Und wir hoffen, ihr seid alle brav zu Hause. Und genau, sonst würdet ihr uns ja gar nicht sehen, logischerweise. Mit einem Glas Orangensaft oder einer Tasse Tee. Und okay. Feiert die Ausgangsbeschränkung. Mit uns. Die erste seit dem Zweiten Weltkrieg in Köln, übrigens. Den Prinz Philipp ja noch aktiv erlebt hat. Jetzt Gott sei Dank, dass er jetzt... So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Thank you.
Yeah.
einen Hammer noch oder zwei. Risk Jockey heißt unser nächstes Stück oder Konzept. Genau, diesmal ein Stück von Annette. Und Risk Jockey. Risk Jockey. Also, falsche Klarinette. Da kann ich leider nicht helfen. Es gibt kein Falsch. Es gibt kein Falsch. Vielleicht auch mal lustig mit der B. Bye.
War Magnetar Project. Danke an das Loft. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und genau, diese Streams finden regelmäßig statt. Immer schön auf die Loft-Seite gehen und sich informieren. Wenn euch das Konzert gefallen hat, könnt ihr natürlich noch gerne was überweisen. Das wäre super, da würden wir uns sehr freuen. Genau, dann können wir nämlich weiter an unseren Stücken basteln. Genau. Annette Maye. Und Susanna Leharova an der Violine. Vielen Dank. So.